Anis Fashishi, na Mann. Ich kommentierte Bushido mit Ich gönne ihm SB2. Also wird es auf Sonny Black 2 wohl auch ein, zwei Sticheleien gegen Leon Lovelock geben. Aha, okay, krass, Digga. Auch hier, weißt du, ich meine, das ist irgendwie dann nicht mehr so richtig real wie damals so. Diese Situation, in der er sich befindet, ist scheiße, Digga, so, weißt du? Bei so einer Situation würde ich eigentlich versuchen, da rauszukommen, anstatt mich hinzusetzen und versuchen, noch irgendwelche Leute zu beleidigen oder so, weißt du? Ich meine, so scheiße, Digga. Bleib cool, Bro, konzentrier dich auf dich, dein Herz, deine Familie, Bruder, was ist los mit dir, Digga? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal ein. Als allererstes mit einem Video, wo ich selber, so, ich war gestern, hab gegessen und hab gesehen, dass mein Gesicht auf einem Thumbnail drauf ist von Mr. Rap. Und anscheinend hat er irgendwas über mich erzählt. Irgendwas mit Bushido und Roos und so. Das werden wir uns jetzt kurz mal zu Gemüte führen, weil das interessiert mich gerade privat so ein bisschen. Und ich habe gedacht, ich teile das einfach mit euch. Ich habe es mir gestern extra nicht angeguckt, weil ich jetzt mittlerweile schon daran denke, dass ich streame und sage mir dann so, ey, I can do it in a stream, you know? Ah, scheiß drauf, wir ziehen uns die ganze Folge rein. Er ist Mr. Rap, dranbleiben. Mr. Rap, dranbleiben. Neue Woche, neues Glück, wieder mal 7 Tage. Sek Plus Kreatin, nicht Kreatin, Sek Plus könnt ihr gerne bestellen. Stehe ich auch dahinter. An dem du dir vornehmen kannst, endlich mal Sport zu machen und es dann wieder schleifen lässt und schlechtes Gewissen bekommst. Oder aber du machst es einfach mal, ballerst low, 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 los und gönnst dir dazu noch Sek Plus mit dem Code RAP10 auch noch 10%. Leon 10. Die 10% sind mehr wert als seine 10%. Spaß, Grüße gehen raus. Deine Entscheidung, Mann oder Maus. Mr. Rap ohne Maske gesehen, Digga. Ne? Haben wir jetzt so auch noch gar nicht in unserem Stream besprochen. Auch krass. Alpha oder nicht. Neue Woche, neues Glück. Wir starten direkt rein, denn Leute, es gibt's Beef. Zunächst einmal hat Bushido vor kurzem eine neue Videoansage zu seinem, ja, vielleicht dann irgendwann mal dieses Jahr erscheinenden Album Anis Fashishi, na Mann. 2 rausgehauen und hier gibt's allerhand neues Newsmaterial. Zum einen haute Bushido raus, er werde sich wohl so um die 2 Bitcoins kaufen und dann die aufteilen auf 2000 Boxen. Das heißt, 2000 Leute, die sich die SB2 Box kaufen, können darin einen Anteil. Ich muss kurz lachen. Ich hab das Bushido-Video geguckt, ne, wo der das alles angekündigt hat und so. Und dann habe ich den Top-Kommentar gesehen. Ey, Bruder, kein Thema, bring einfach den Bitcoin mit zum Wohnzimmer kurz hin. Wurde nie gemacht, das Konzert, wa? An einem Bitcoin gewinnen und damit angeblich reich werden. Ja, dieses Bitcoin, also dieser ganze neumodische Kram, ich glaube da nicht dran. Ich leg mein Geld, falls mal irgendwas über... Wer von euch ist in Krypto? Eins in den Chat. Sein sollte in der Zukunft auf jeden Fall weiterhin ganz altmodisch in Aktien an. Ich habe gehört, Wirecard soll ganz gut sein. Naja, scheiß auf Finanzen und Anlegen und diesen ganzen Kram. Wir wollen Beef und den gibt es auch. So haute Bushido nämlich in seiner Ansage noch einen kleinen Seitenhieb in die Leber an Bas-Sultan Hengst raus. Sagte nämlich hier, die ganzen Leute, die können jetzt hier einen auf hart machen und auch so auf lustig irgendwelche Jacken aus den Tresoren holen. Ich habe mir auch das Statement von Bushido angeguckt und ich muss da ganz echt sagen, so früher kam der mir mehr wie so Motherfucker rüber, weißt du, ich meine so, der hat dann seine Ansagen gemacht und die Trägereien, die er dann in den Videos gemacht hat, ich kann mich nämlich noch genau daran erinnern, der hat immer so eklig gestichelt, so, aber die waren gut, weißt du, ich meine, jetzt sieht das alles irgendwie so ein bisschen nach ich versuche nochmal irgendwie, aber das... Die Ernsthaftigkeit kommt irgendwie nicht rüber, wenn jetzt ein Bushido irgendwie Bas-Sultan Hengst, sich über Bas-Sultan Hengst lustig macht, so. Weißt du, ich meine, das ist irgendwie dann nicht mehr so richtig real wie damals, so. Aber er werde alles mitbekommen. Zum einen werde diese Leute die Bushido-Twitter-Bubble einholen und offen... Was ich aber dazu sagen muss, ich habe mir den Track von seinem Homie reingezogen, Babassat, Digga, und da hat man schon die alten Rap-Filme bekommen, so, ne? Auch ich so, ich war so... Okay, diese alten Bushido-CCN-Vibes so. Wegen was diese ganzen Leute sich in den letzten Jahren geleistet hätten, aber auch er selber bekomme alles mit und auf SB2 folge dann die Abrechnung. Ebenfalls ging Bushido in seiner Ansage auch auf Roos ein und sagte, was dieser in seinen Twitch-Livestreams über Bushido behaupte, sei Grotten-Bullshit, aber das passe zu Roos und seinem komischen Bruder aus der Badewanne. Und natürlich gab... Das war auch so eine Ansage. Was ist das für eine Ansage, Digga? Sein komischer Bruder ist doch nicht lustig, Bro. Das Badewann-Thema ist schon durch, Digga.
Ich weiß nicht, ich schwöre, ich bin, also ich würde auch zugeben, wenn es gezündet hätte, aber seine Ansagen zünden irgendwie nicht mehr so richtig. Ein paar kleine Reaktionen auf diese Ansage von Bushido. Beispielsweise postete Basso dann Hengst in Bezugnahme auf diese Jackenthematik einen Screenshot aus der Ansage von Bushido, wo Bushido so ein bisschen traurig guckt und schrieb dazu: Ist dir kalt? Ich hab hier noch eine Jacke rumliegen. Ebenfalls mit einem kleinen traurigen Smiley garniert. Dasselbe tat Roos, derselbe Screenshot und auch ein trauriger Smiley. Aber damit noch nicht genug, denn wir springen noch einmal tief rein in Bushidos Twitter-Account. Let's get it in, man. Und schauen, was er denn sich da so die letzten Tage ein bisschen rumgetrieben hat. Er ist ja richtig am Hustlen auf Twitter, habe ich gehört, ne? Beispielsweise kommentierte Bushido einen Tweet, wo man sehen konnte, ein paar Aussagen von Roos gegen Bushido und sagte, Roos klinge wie diese besoffenen Typen unter der Brücke, die Selbstgespräche führen würden. Ein Ausschnitt, wo man sehen konnte, Roos mit Werder Bremen-Tico, Werder Bremen-Cappy und so einem Mann. Jacke über. Das kommentierte Bushido mit den Worten Kältebus-Outfit. Aber gut, Bushido. Die zwei, Dicker, die sind behindert, Bruder. Der eine zieht sich einfach komplette Werder Bremen-Merch an. Der andere sagt Kältebus-Outfit, Dicker. Hallo. Ja, da geht sogar die Kamera aus, Dicker. So, da sind wir doch wieder. Kälte busted out, man. Das kennen wir, das läuft jetzt schon ein bisschen länger. Ein wenig aufregender wurde es bei einem Screenshot von einer Story von Shirin David. Die sagte hier, erste Dingens zu SD2 wurde jetzt aufgenommen. Wir haben da ein bisschen was recorded und sowas. Das wiederum kommentierte Bushido mit dem Wort Schmutz. Wohin, Bruder, ja? Wohin? Aber nochmal zurück zu Roos. Muss sein, einen Videoausschnitt von... Haben die eine History, Shirin und Bushido? Nee, ne? Digga, das ist doch voll krass, Mann. Sitzt im Gerichtssaal, hat Polizeischutz und ist eigentlich voll am Struggeln. So, Frau erzählt irgendwas von, unsere Kinder müssen beschützt werden. Und er setzt sich hin in Twitter und beleidigt einfach ganz Deutschrap, Bruder. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, guckt bei Roos World vorbei. Und Lovelock, wo dieser sagte, er feiere Roos und gönne alles Roos und feiere das auch, dass Roos jetzt immer so gegen Bushido austeilen würde und gönne es Bushido, dass dieser jetzt so diese Neffereien habe, kommentierte Bushido mit, ich gönne ihm SB2. Also wird es auf Sonny Black 2 wohl auch ein, zwei Sticheleien gegen Leon Lovelock geben. Aha. Okay, krass, Digga. Da geht die Cam auch wieder aus, ja? Nee. Krass. Okay, der Cousin will mich dissen oder was? Auch hier, keine persönliche History. So, keine Ahnung, Dicker. Hau rein, Bruder, weißt du, wie ich meine so? Ich meine, guck mal, man muss mich jetzt auch nicht größer reden, als ich bin, so. Ich sag dir ehrlich, vor 2, 3, 4, 5 bis 10 Jahren hätte Bushido niemals so einen YouTuber wie mich mit meiner aktuellen Relevanz, die nicht gerade, also nicht annähernd auf Bushido-Level ist, sag ich mal so, hätte er mich niemals gedisst oder mir eine Ansage gemacht oder Screenshots aus meinem Livestream aus Mexiko irgendwie auf seinen Twitter-Account gepostet und dann gesagt, ich werde den dissen so. Spricht entweder dafür, dass ich mir mehr Relevanz erkämpfe oder dafür, dass Bushido gerade auf dem absteigenden Ast ist und noch versucht die letzten, weißt du, weil Leon Lovelock ist ja eh so ein Thema, wo ganz Deutschland drauf rumhackt, da bin ich eigentlich auf der sicheren Seite, wenn ich den Cousin ein bisschen fertig mache, so, den können wir auf jeden Fall mit reinnehmen in die Diss-Liste so. Das ist, glaube ich, eher so das Thema, so, weißt du? Aber es ist ein Zeichen von seinem Untergang, meiner Meinung nach, so. Beef des Jahres. Und natürlich zum Schluss, wie sollte es anders sein, ein Foto von Flair in einem etwas expliziteren Outfit kommentierte Bushido mit einem Auge zuhaltenden Affen-Emoji. Das wiederum kommentierte Flair nicht. Aber apropos Flair, auf Instagram, Telegram, YouTube hat sich in den letzten Tagen ein kleines Social Media... Yo, was geht's? Wieso disst er nicht Kolle und Farid Bang, dieser Rückgratlose? Ja, ey, lassen wir ihn tun, so, weißt du, ich meine, ich sag dir ehrlich, Mann, keine Ahnung, ich habe jetzt keinen Hass auf den Typen oder so, Bro. Ich bin immer so ein Typ, ich versuche dann auch menschlich so nachzuvollziehen und so und eigentlich muss, keine Ahnung. Ich kenne ja auch gar nicht sein, ich weiß gar nicht, wie der sich fühlt gerade so, ich würde gerne eigentlich mal wissen, so, was geht ab, Bro? Wie fühlst du dich? Wie geht, was geht in deinem Leben? So, was geht ab, Bruder? So,
Wie ist das für dich gerade? Du warst jetzt Rap-King, so jeder hat dich geliebt, jeder hat dich gefeiert und so. Und jetzt sitzt du da, Polizeischutz, versuchst nicht noch so zu strugglen und so. Ist eine Kacksituation, Bro. Also menschlich gesehen jetzt mal, unabhängig davon, was er gemacht hat und um was für Themen es geht oder nicht so. Diese Situation, in der er sich befindet, ist scheiße, Digga, so, weißt du? Bei so einer Situation würde ich eigentlich versuchen, da rauszukommen, anstatt mich hinzusetzen und versuchen, noch irgendwelche Leute zu beleidigen oder so, weißt du? Ich meine, so scheiße, Dicker. Bleib cool, Bro. Konzentrier dich auf dich, dein Herz, deine Familie. Bruder, was ist los mit dir, Dicker? Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Puder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen? Bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle.